Herzlich willkommen zur letzten Folge von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen im Jubiläumsjahr. Und Sie sehen es, unser lieber Freund David ist wieder da und es stehen die geschliffenen Nosing-Gläser auf dem Tisch. Alles andere hätte mich enttäuscht. Ja, und wir haben eben zum Abschluss dieses Jahres 10 Jahre Götterfunken TV, 100.000 Abonnenten, uns nochmal etwas ganz Besonderes ausgedacht, beziehungsweise man könnte sagen, es ist uns mehr oder weniger auch in den Schoß gefallen, denn wir drehen es ja hier schon in der vorweihnachtlichen Zeit und so beginnen wir mit dem Satz, es begab sich, dass vor einigen Monaten, nicht vor 2000 Jahren, die Heimatdestillerie aus Schwabenland, Schweigern, ja, genau, aus dem Schwabenland an mich herantrat, ob ich vielleicht mir vorstellen könnte, ein Produkt von denen, die machen Gin und Rum, in diesem Götterfunken-Kanal vorzustellen. Nun, bei Gin kenne ich mich nicht aus, ist auch nicht mein Geschmack, da konnte ich nur dankend ablehnen. Und wir hatten dann ein sehr freundliches Gespräch. Ich war sehr froh, dass die nicht einfach was zugeschickt haben, was ja viele machen und dann hoffen, der macht schon irgendwas. Sondern wir hatten ein sehr offenes und schönes Gespräch, sehr lange uns unterhalten und ein bisschen die Philosophie abgeglichen. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, ich stelle eigentlich immer nur dann etwas vor, wenn mich ein Produkt wirklich überzeugt und wenn ich guten Gewissens sagen kann, ja, das ist etwas Schönes, das ist etwas Gutes, von mir persönlich auch so gesehen. Und mir macht es nämlich keinen Spaß, einfach ein Produkt zu verreißen. Dafür ist der Kanal nicht gedacht. Und im Laufe dieses Gesprächs entwickelten wir dann die Idee, und da war der Inhaber Ruven Richter, heißt er, sehr von angetan, doch einen eigenen Rum zu kreieren, einen Götterfunken-Rum. Und zwar dachte ich an den wunderschönen Baldachin, den du uns mit ermöglicht hast, David, auch für dieses Jubiläumsjahr, die 17 Jahre, die viele von uns haben es bedauert, so schnell leider ausverkauft waren. Und hier hatten wir jetzt die Möglichkeit, einen Cigar-Rum herzustellen und das... Das ist was Besonderes. Wir kennen eigentlich immer nur den Cigar-Malt. Da gibt es ein paar von, aber Cigar-Rum oder Cigar-Rum, Ron, ist mir so noch nicht untergekommen. Mir auch nicht. Kann sein, dass es mal irgendwann was sowas gab. Wenn Sie was wissen, schreiben Sie es uns gerne. Aber gerade bei Rum, da wird im Gegensatz zum Whisky, finde ich, dass die Aromen teilweise noch besser zu Zigarren passen. Ja. Und deswegen wundert es eigentlich, dass es sowas nicht gibt. Und Ruven Richter war begeistert von der Idee, das zu machen. Und dann haben wir natürlich unseren guten David direkt einmal dorthin den Globetrotter geschickt, auf Reisen geschickt. Um sozusagen vorzusondieren, sich die ganze Firma und den Ruven auch einmal mit anzuschauen und richtig intensiver in die Vorbesprechung zu gehen. Und wie du da angekommen bist, da hat der Ruven mir eine kleine Geschichte zu. Die blenden wir mal eben ein und dann darfst du dich dazu äußern. Gerne. Eine sehr witzige Anekdote zu dem Ramero Cigar Rum. Die hat schon im Vorfeld vor dem Blenden stattgefunden. Und zwar wohnt ja der Dave ein Stückchen weg von uns hier. Und deswegen war der Dave zur Übernachtung hier in einem schönen Landgasthof untergebracht. Und ich habe dann in der Nacht, bevor wir geblendet haben, um 12:30 einen Anruf bekommen von Dave, panisch, wie kann ich in den Landgasthof einchecken? Und ihr müsst jetzt wissen, der Dave kommt aus der Stadt Essen, 24-Stunden-Check-in, selbstverständlich. Wie hier, sehr ländlich, 20 Uhr, nach 20 Uhr gibt es kein Check-in mehr. Und so war das Problem, dass dort niemand mehr in dem Hotel erreichbar war. Und dann war quasi der Start zu dem Blenden war, dass der Dave und seine Partnerin bei mir daheim privat im Gästezimmer übernachtet haben und wir dann noch spontan die Betten hinrichten mussten. Und es war einfach so eine witzige Story. Und so hatten wir zu dem Blenden einen witzigen und schönen Start und haben uns schon richtig gut persönlich gekannt, weil schon zusammen in einem Haus geschlafen und morgens am Kaffeetisch gesessen. Also war ein richtig schöner und witziger Start und sind dann ganz persönlich in das gemeinsame Blenden hier gestartet. Ja, lieber Ruven, aus dem Fauxpas wurde aber dann doch eine wirklich schöne Sache, weil ich habe mich dann, so wie auch dein Slogan Heimatdistillers, habe ich mich dann schon sehr heimatlich gefühlt in deinem Haus. Und mit Miss Götterfunken da die Nacht bei dir zu verbringen, war wirklich schön. Und ja, ich
das war einfach für mich eine außergewöhnliche Gastfreundschaft, die mir da zuteil wurde. Und dafür möchte ich mich auch noch hier an dieser Stelle nochmal bedanken. Und dann sind wir alleine nach dem Kaffee rübergegangen zum Fasslager. Das befindet sich ja da alles auf dem Grundstück. Am nächsten Tag Und vermutlich. am nächsten Tag, ja. Ob ich dann mitten in der Nacht schlafgewandelt bin, das weiß er wohl dann besser. Auf jeden Fall sind wir dann morgens mit einem Frühstück, auch nochmal mit einem schönen Frühstück überrascht worden, und der Tag fing wirklich schön an. Und dann hat Rufen uns das Fasslager gezeigt. Wir sind da umherspaziert, und man muss schon sagen, dass Rufen auch seine Fässer wirklich alle persönlich kennt, wie seine Kinder, wie soll man das sagen? Das ist das größte Rumpfasslager Süddeutschlands, glaube ich. Genau. Und Und er hatte an dem Tag aber auch eine Verletzung. Ich glaube, er hatte irgendeine Knieverletzung. Und er hat es nicht einfach auf die Leiter zu steigen und immer an die oberen Fässer zu kommen, aber er hat sich da den Schmerz verbissen für uns. Ja. Welche Fassnummer ist das jetzt? 77. Du kennst jedes Fass hier, oder? Ja. Ist eigentlich vom Typ her ein Weinfass, hat eine Medium-Toastung, Medium Plus, quasi also eine klassische Toastung, und ist Pfälzer Eiche, also deutsche Eiche quasi. Schon relativ gerb, schon von tanninreich, aber noch nicht übertrieben. Und es ging jetzt eben darum, dass auch David nochmal vorbespricht, was ich schon mit ihm mehrfach telefonisch auch besprochen hatte. Wie gehen wir jetzt an das Blending eines Zigarrums für Götterfunken heran? Und dann haben wir abgesprochen, das war schon im Vorfeld, dass er uns sein Aromenrad, Ramero hat ein sehr gutes Aromenrad, das heißt, Sie kennen das vielleicht von Weintastings auch oder Whisky-Tastings, dass die typischen Aromen, die ein Getränk haben kann, in einem Rad nach bestimmten Kriterien angeordnet sind, also süß, salzig, nussig, holzig, und dann kommen da die ganzen, wird es immer feiner bis zu den konkreten fruchtig, bis zu den konkreten Fruchten, Heidelbeere, getrocknete Aprikose, was weiß ich nicht alles, was es da gibt. Und Ramero hat da ein sehr gutes Aromenrad, sehr fein aufgeschlüsselt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe die für mich typischsten Zigarrenaromen alle einmal mit diesem Aromenrad abgeglichen. Und daraufhin haben David und ich dann gesagt, ja, und aus denen würden wir jetzt gerne diesen meisten und besten Überschneidungen, die sich ergänzen, teilweise aber auch steigern, also widersprechen, einen Rum kreieren. Das war natürlich völlig naiv von uns. Wie soll der Mann das denn machen? Wir geben dem dann vor, wir hätten gerne aus dem Viertel das, aus dem Viertel das. Aber Ruben war richtig begeistert, er war herausgefordert und hat dann quasi mit dir zusammen den ersten Vorblend Den First gemacht. Blend. Und lassen wir uns doch durch Musketterfunken gleich einfach mal die Flasche schon mal reinbringen, damit wir die präsentieren können. Das ist lieb von dir. Ach, auch noch Danke. im vollen Ornat. Dankeschön. Folge. Natürlich. Ja, hier Ja, ist so sie, die sieht Box. das Ich stelle sie mal gute hin. Ding aus. In einer Magnetbox. Magnetbox kommt sie daher. Matt schwarz, wunderschön aufgemacht. Ramero Cigar Rum oder Zigarrenrum. RCR. Und da Ramero Cigar Rum. vorne sind schon viele Informationen drauf. Und ich öffne mal die Box. Jawohl. Zeigen wir das mal so rein. Hier ist dann diese Flasche drin. Und nehme ich sie mal raus. Und da sehen Sie schon, wer unseren Kanal verfolgt. Es ist sehr klein, aber auch hier wieder haben wir unseren Künstler, der den Balachin für uns den Linoldruck kreiert hat, gebeten, jetzt doch auch noch mal einen Linolschnitt von David und mir für diesen gemeinsamen Zigarrum zu kreieren. Das hat er gemacht, und auch da sei darauf hingewiesen, wir haben ja vor Weihnachten, wen das interessiert, wird es wieder eine limitierte Anzahl, wie viel haben wir? 50. 50 Stück von den echten Kunstdrucken geben, die wir dann beide handschriftlich signieren, und die wird man, ich blende das unten ein, dann bei dem Herrn Isemann, so heißt der Künstler, wieder bestellen können. Ich bin natürlich froh, dass ich auch in dem Bild bin.
Ja, das gehört ja nun dazu. Für mich auch was Besonderes. Gießt du uns doch mal ein bisschen was ein und ich erzähle was zu unserem Götterfunkenpaten. Ich habe gedacht, das ist ja, wie nennt sich die Gegend so schön? Schwäbische Toskana. Schwäbische Toskana. Toskanen gibt es ja offensichtlich überall, wo Weinanbau betrieben wird, aber die Schwäbische Toskana, das ist so die Gegend da. Du hättest den Profi holen sollen heute. Einmal mit Profis arbeiten. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr. Wir waren bei der schwäbischen Toskana. Das ist Okay. Schweigern heißt der Ort. Schweigern heißt der Ort. Das ist so, ja, ein paar Kilometer westlich von Heilbronn. Und der Götterfunkenpate, den ich mir herausgesucht hatte, der wurde in Ludwigsburg geboren. Das ist also ein bisschen südlich von Heilbronn, ein ganzes Stück. Und hat den Großteil seines Lebens dann in Weinsberg, das ist ein kleines Stück östlich von Heilbronn. Also alles in diesem Bereich schwäbischer Toskana. Und der Pate heißt Justinus Kerner. Er war Dichter, Arzt, ja, man könnte auch mit gewisser Berechtigung sagen, auch eine Art Okkultist, was damals für Dichter und Romantiker nicht ganz so unüblich war. Und dieser Justinus Kerner wurde 1786, ich hoffe, es stimmt wieder, geboren in Ludwigsburg als letztes von sechs Kindern des Oberamtmanns von Ludwigsburg. Ein Oberamtmann, heute würde man sagen Landrat. Damals natürlich nicht gewählt, sondern Oberkreisdirektor. wirklich eher Landrat. Also Okay. ist eine organisatorische und politische Funktion, aber damals natürlich immer noch nicht gewählt, sondern bestellt vom entsprechenden König, Fürsten oder was immer da regierte. Und dort aufgewachsen mit, ich glaube, drei Brüdern und zwei Schwestern, ist er nur die ersten Jahre, denn als er ein paar Jahre alt war, wurde der Vater nach Maulbronn versetzt. Auch dort in gleicher Funktion. Und sehr früh verstarb dann auch der Vater. Ich glaube, es war 1795 oder sowas. Da, kaum das Teenageralter erreicht, da starb der Vater. Und zuvor noch hatte er ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Er wurde sehr, sehr krank, hatte ein großes Magenleiden gehabt, was über ein Jahr nicht auskuriert werden konnte. Und dann kam ein, ja, man würde sagen, heute wahrscheinlich Heilpraktiker, ein Arzt, der die damals sehr moderne mesmerische Methode anwandte. Das ist eine Art, ja, Magnetisierung, ein Besprechen von Flüssen. Das hat etwas sehr Alternatives gehabt und teilweise geht das auch in den okkulten Bereich. Aber wenn man liest, wie Kerner das als kleiner Junge, ich glaube 9 Jahre alt war, als ihm das so passiert ist, wie er das beschreibt, wie dieser Arzt mit seinen großen dunklen Augen auf ihn zugeht und bespricht, und dann merkt man schon, da werden so Autosuggestionen bzw. Suggestionen, ja fast hypnotische Zustände angewandt, um eine Heilung voranzutreiben. Und er war tatsächlich danach auch völlig beschwerdefrei, ist es auch geblieben. Und was dazu geführt hat, dass er Zeit seines Lebens doch dieser alternativen Welt, dieser Nachtseite des Lebens, wie er sagte, dem neben oder hinter dem psychologischen, doch sehr anhänglich blieb. Sollen wir mal eine Nase nehmen, bevor ich Gerne. hier zu sehr rede? Aber nochmal zu der Gegend rund um Schweigern. Das ist ja sind bekannt für gute Weine und für Trauben, für den Riesling und für den Trollinger und für den Schwarzriesling. Und wenn du den Riesling und den Trollinger kreuzt, das hat man 1929 gemacht, übrigens in Weinsberg, da ist ein Weininstitut, dann kam da eine sehr erfolgreiche Rebsorte rauf, die man dann in den 1960er Jahren zu Ehren unseres Dichters Kerner nannte. Die Rebsorte Kerner, heute recht bekannt, hat ihren Namen von Justinus Kerner, der übrigens wiederum eigentlich hätte studieren sollen durch den Tod des Vaters, aber weil zwei ältere Brüder schon studiert hatten, war das Geld nun nicht mehr da und so machte man ihm verschiedene, ja, Job schmackhaft. Der Bruder sagte erst, du hast Talent handwerklich, mach mal einen Schreiner, ich bezahle dir ein paar Stunden immer wieder wöchentlich.
Das hat er mit viel Begeisterung auch gemacht. Er war da auch recht geschickt drin und der Schreinermeister ließ ihn dann bereits nach einiger Zeit selbst Särge zimmern. Und das hat man natürlich so als gerade Jugendlicher in der damaligen Zeit und mit dem Tod des Vaters, nein, der war noch nicht gestorben, oder? Doch, der war ja gerade gestorben, noch gerade hinter sich, auch ein einschneidendes Erlebnis. Dann wurde er aber zur richtigen Ausbildung in die Tuchfabrik gesteckt. Und da hat er eigentlich nichts anderes zu tun gehabt, als große Tuchballen in Säcke einzunähen, Etiketten drauf zu machen, fühlte sich völlig überfordert, fing an zu dichten, fing an zu schreiben und es wurde immer langweiliger, unerträglicher. Und dann schrieb er einen Brief an Karl Konz, ich glaube Karl Konz hieß er, das war ein Jugendfreund von Friedrich Schiller, der aber auch Pfarrer gewesen ist und den Justinus konfirmiert hatte, mittlerweile aber Professor für Philologie in Tübingen war und so etwas wie ein väterlicher Freund gewesen ist. Und dieser Konz überzeugte dann die Mutter, so teuer ist das gar nicht. Schick den Jungen nach Tübingen, lass ihn studieren. Ich übernehme auch erstmal Kost und Logis, der kann bei mir wohnen. Das war schon mal ein großer Batzen Erleichterung und er bezahlte ihm dann auch die Unterbringung in der Nähe der Universität. Und da begann er also dann zu studieren und zwar Medizin. Und er lernte jemanden kennen, der sehr bedeutend wurde für sein Leben. Das war Ludwig Uhland, der große romantische Dichter Ludwig Uhland, knapp ein Jahr jünger als Kerner, studierte bereits Juristerei dort, war ein sehr fleißiger, zielstrebiger und ruhiger Student, bis Kerner kam. Und die freundeten sich also an und dann wurde die Gesellschaft lustig und lustiger und man fand einige Kompagnons, man gab eine handschriftliche Zeitung heraus, um die Poesie neu zu schaffen und machte allerlei illustre Dinge und es entstanden Freundschaften, die das ganze Leben lang hielten, obwohl sie hier und da immer durch unterschiedliche Ansichten mal bedroht waren. Und 1808, glaube ich, war es, dass Kerner dann promovierte über, ich glaube, die unterschiedlichen Funktionen des Gehörs, irgendwas mit dem Gehör war es, über das er promoviert hatte. Und dann trat er eine Bildungsreise an und dazu kommen jetzt die ersten Götterfunken, eine Bildungsreise, die er erst nach Hamburg und dann von dort bis nach Wien führte. Und davon zurückgekehrt schrieb er dann irgendwann die sogenannten Reiseschatten. Die 1811 erschienenen Reiseschatten, ob ihres Titels für einen jener typischen Reiseberichte der damaligen Zeit zu halten, in welchem die Fahrt oder Wanderung selbst und die besuchten Orte beschrieben und so die Schönheiten des Landes in der Art eines zuweilen poetischen Führers dem Leser vor Augen geführt werden, wäre nicht nur viel zu wenig, sondern auch im Grunde falsch. Schon der Titelzusatz von dem Schattenspieler Lux macht deutlich, dass hier etwas verzerrt ist. Diese nicht selten ins Fantastische ausufernde Reisebeschreibung ist eine fantasievolle Melange realer und surrealer Bilder. Melancholisch nachdenkliche Verse münden ins scherzhafte, ja groteske, Märchenhaftes mischt sich mit satirischem, Volkstümliches mit wissenschaftlichem, wenn der Schattenspieler Lux den Mitreisenden Erläuterungen und Proben seiner Kunst gibt und diese ebenso wie den Leser immer weiter in die Illusion hineinzieht und sich das ganze Werk letztlich als ein einziges grandioses Schattenspiel erweist und die involvierten Personen einschließlich des Lesers letztendlich Teil der großen Inszenierung sind. Die Schatten sind hier frei nach Oscar Wilde nicht die Schatten des Körpers, sondern der Leib der Seele. Daher wundert es nicht, dass zentrale Personen und Ereignisse aus Kerners Leben Widerhall in den Reiseschatten finden. So zum Beispiel Konz,
der väterliche Fürsprecher, als Poet Haselhuhn oder der Verleger Kotter wenig schmeichelhaft als Popanz. Eindrucksvoll, in kindlicher Anhänglichkeit, überschwänglich und liebenswert, wird der verrückte Dichter Holder geschildert, der nicht selten in scheinbar sinnlosen, aber wundervoll klingenden Worten spricht. Denn wo in Gesangskraft ausströmt der Stern, dass als Komet er ein Nachtmalskelch der Schöpfung schwebt durch die Himmel, da wird geboren ein Meer. Hinter Holder verbirgt sich kein geringerer als Friedrich Hölderlin, den Kerner im Auftrag seines Professors medizinisch betreute und über ein halbes Jahr das Krankentagebuch des Wahnsinnigen führte. Auch nach Hölderlins Entlassung als unheilbar besuchte Kerner ihn freundschaftlich weiter, erkannte seine dichterische Größe und wirkte entscheidend daran mit, dass 1826 eine erste Ausgabe von Hölderlins Gedichten durch Kerners Freunde Uhland und Schwab beim Popanz Kotter herausgegeben wurde. Auch die Liebe zu seiner späteren Frau Friederike findet in den Reiseschatten Niederschlag. Sie veranstalteten geheime Zusammenkünfte auf den Bergen und in den Wäldern. Unweit dem Landgute des Kaufmanns aber, bei einer Waldkapelle, legte Andreas öfters ein Brieflein nieder, wenn er einige Tage hindurch nicht die Gelegenheit gefunden hatte, seine liebe Anna zu sprechen. Man könnte die Reiseschatten vielleicht so etwas wie eine szenische Collage nennen. Es sind, wie Kerner selbst sagte, bloße Bilder, die vorüberziehen. Wo sie hinkommen, wenn man sie nimmer sieht, braucht keiner zu fragen. Es sind Schatten, Schattenspiele, in denen sich Wahrheit und Lüge abwechseln. Die Idee für diese ungewöhnliche und einzigartige Form ist Kerner in Erinnerung einer gemeinsam mit Uhland während der Studentenzeit besuchten Aufführung eines Schattentheaters in der Tradition der Ombre Chinoise gekommen. Bei aller Individualität der Form finden sich auch immer wieder Beziehungen zu Werken der Urromantiker Novalistique und wie sie alle heißen. Motive, die der Romantik ureigen sind, finden sich ebenfalls zuhauf. Und besonders der Beginn des Werkes kann den Zeitgeist seiner Geburtsstunde nicht verhehlen. Als mich die Begleiter verlassen, da kamen der Mond und die Sterne, und ich ging durch die Straßen der alten Reichsstadt. Da saßen die Leute, Mann, Weib, Tochter, Geselle und Hausmarkt vertraulich beieinander vor den Häusern. Kein Hammer schlug, kein Wagen durchfuhr mehr die Straßen. Es wurde die Stadt zum großen Versammlungshause für alle. Bald aber tönte von nah und von fern so manches Lied, das heilig ist. Nach und nach verstummten die Lieder. Nur hört ich noch einen einsam Wandelnden singen, wär ich ein wilder Falke, ich wollt mich schwingen auf. Und bald ertönte nur noch das Flüstern zweier Liebenden unter der Haustür und das Gemurmel des Brunnens. Ich ging der schönen gotischen Kirche zu, ein schwarzer Sarg stand sie, noch nicht vom Monde beleuchtet, in Trauer da. Lange Seufzer ertönten in ihr die Pulse der Uhr. Immer schauriger und ernster wurden Nacht und Stille um sie. Da sang eine dumpfe Stimme wie aus den Tiefen ihres Chores. Es war der Geist der Kirche. Weh dem lebenden Geschlechte, weh dem Schwachen. Weh dem Kleinen, unter Seufzen, unter Weinen harre ich,
wie viel tausend Stunden an die Särge festgebunden. Keine Rechte will zu lösen mich erscheinen, die den Tod für mich gefunden, Schmach und Wunden liegen all um mich in Grüften. Auf denn, Geister in den Lüften, und ihr unter Leichensteinen schwebt in der Gestirne Scheinen ein in die verlassenen Hallen, dass die heil'gen Lieder wieder ernst durch die Gewölbe schallen. Da kam der Mond aus Wolken, und die heiligen Bilder traten im verklärten Scheine hervor. Aufflogen mit hellem Klang die Tore der Kirche, und ein langer Zug weiß gekleideter Männer und Frauen schwebte durch sie ein. Ein Wehen himmlischer Töne strömte lauter und lauter durch die Gewölbe, bis es in leises Flüstern der Äolsharfe verklang. Da trat der Mond wieder unter Wolken, und ich verließ die heilige Stätte. David, die erste Nase. Ja. Ich habe ja schon die siebte, aber die erste, die ich beurteile. Und was ist mir am Anfang direkt aufgefallen ist, frisch gesägtes Holz. Mhm. Und das ist jetzt aber weggegangen. Nach ein paar Minuten ist das schon weg. Und jetzt kommt so diese typischen Rumnoten, die Süße, und das kommt jetzt durch. Ja, wir sprachen davon, die Kunst des Blendens. Du bist vor Ort gewesen und ihr habt dann schon mal nach den Vorgaben, die wir eben gemacht hatten, versucht, einen ersten Vorblend zu machen. Lass mir Rufen kurz was dazu sagen, wie man blendet, weil er kennt sich da wirklich mit aus. Und dann erzählst du, was ihr da gemacht habt. Die große Herausforderung bei so einem Blend ist die Komposition unterschiedlicher Fässer. Und das ist auch der Grund, warum die Masterblender meistens die höchst oder best bezahlten Leute sind in den großen Destillerien, weil das die große Kunst ist. Denn beim Blenden ergibt 1 und 1 nicht immer 2, sondern 1 und 1 ist manchmal 3 und manchmal 0. Ja, also Aromen tun sich gegenseitig ausschließen, gegenseitig ergänzen oder auch mal verstärken. Und deswegen ist das tatsächlich die größte Kunst. Dagegen ist manchmal eine Einzelfassabfüllung zu kreieren viel, viel einfacher, weil ich brauche einfach ein gutes Fass und muss sagen, das ist lecker. Und das Blenden ist eher eine Kreation, wo wir viel mit Kreativität arbeiten. Und wir sind speziell jetzt auch in dem Blend, in dem Götterfunke TV oder Ramero Cigar Rum Blend, mal ganz andere Wege gegangen. Und zwar haben wir da spannenderweise ein Rotweinfass kombiniert mit einem Starkbierfass. Hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen wild an, aber wir haben da drin genau die Aromen gefunden, die wir perfekt zu einer Zigarre finden. Ja, das Rotweinfass, das bringt uns einfach tolle rotfruchtige Aromen, unheimlich viel Frucht, Frische. Wir haben noch ein Schliersfass, also deutscher Whisky-Produzent verwendet, der bringt uns eine tolle Dürr-Obstnote. Natürlich ein klassisches Bourbonfass für die Süße. Ein bisschen frische Eiche für den Grip, aber dann diese wilde Kombination mit dem Starkbierfass. Und das Starkbierfass haben wir nur einen ganz kleinen Teil, sind so 2% mit eingeblendet. Aber das bringt einfach so ein bisschen malzige Aromen und leichte Kaffeearomen, welche sehr, sehr gut wirklich zu einer tollen Zigarre passen. Ja, die Kunst des Blendens, Dave. Das ist eine Kunst. Ihr wart vor Ort. Genau. Du hast auch ein paar schöne Bilder mitgebracht. Stimmt. Ich hatte das Glück, mit der bezaubernden Ioana da an vielen Einzelfässern zu riechen und zu probieren und mit Rufen dann gemeinsam den First Blend vor Ort zu kreieren. Und das war ein super spannendes Erlebnis. Mhm. Welche Fassnummer ist das jetzt? 10. Genau, Lemberger und in der Regie Klebron ist mein Traumzeuge quasi Kellermeister. Wein ist natürlich hier ein Riesenthema, ne, in der Region. Ja, ja, bei uns tatsächlich. Und ich finde tatsächlich, also so Württemberger Wein, ich habe ja einfach, kennen wir gar nicht so, aber total underrated tatsächlich. Also finde ich Preis-Leistungs-Verhältnis, weil wenn man weiß, wo man was bekommt, also gibt es richtig tolle Weine hier. Also von tollen Persönlichkeiten auch. Dankeschön. Ruhn sagt so schön, 1 und 1 ist manchmal auch 0. Das heißt, wie seid ihr vorgegangen? Das ist vielleicht ganz interessant mal. Er gibt, glaube ich, auch Seminare, Blending-Seminar oder sowas. Genau. Wie seid ihr vorgegangen,
um jetzt an den Geschmack, den wir haben wollten, langsam heranzukommen. Er kennt seine Fässer gut, aber man weiß ja trotzdem nicht, was rauskommt. Wir hatten ja in dem Aromenrad zunächst typische Zigarrenaromen für uns rausgesucht. Als Beispiel, wir mögen das, wenn in einem Rum auch Kaffeearomen auftauchen. Und dann habe ich das dem Rufen mitgeteilt und du ja zuvor auch schon in dem Aromenrad. Und dann hat Rufen ein Fass rausgesucht, weil er kennt ja seine Fässer in- und auswendig. Und wo er gesagt hat, in dem Fass könnten vielleicht Kaffeearomen oder Schokoladenaromen drin sein. Jetzt probieren wir noch was mit weinigen Noten. Genau, jetzt probieren wir Spätburgunder. Und das Spannende ist, die Spätburgunderfässer, die wurden nach der Weinlagerung quasi nochmal zerlegt, Deckel und Boden raus und getoastet. Und dadurch haben wir hier viel Dürrobst, aber auch brutale Schokoladenaromen. Also finde ich auch schon spannend. Eine kräftige Farbe. Und das wäre jetzt nachher quasi auch was Tolles, noch ein bisschen Farbe reinzubringen. Und so sind wir Fass für Fass, haben wir uns dann immer weiter vorgearbeitet, bis wir dann den größten Teil oder alle Aromen, die wir haben wollten, abgedeckt haben. Und das dann noch in der richtigen Harmonie zusammenzuführen, das ist dann. Und dann konntet ihr gerade gehend noch miteinander reden? Ja, konnten wir noch. Das war ein super langer Tag. Ne? Ich glaube, wir waren 10 Stunden, 12 Stunden vor Ort mit Mittagessen und mit allem drum und dran. Aber wir haben natürlich viel probiert an dem Tag, auch viele Zigarren geraucht. Und da kam noch ein befreundeter Winzer aus der Nachbarschaft. Am Ende war es eine riesengroße, spannende Runde. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Dafür kann ich mich nur bedanken für dieses schöne Erlebnis, was ich vor Ort haben durfte. Und dann hast du diesen ersten Blend quasi mitgebracht. Ja, V1. V1. Und dann haben wir den hier probiert. Und dann habe ich ein bisschen genörgelt und du auch. Und der Rufen selber auch. Der rief auch nochmal an und sagte, ja, so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Und ich sagte, ja, und dann mit der Zigarre und mit der anderen Zigarre, müsste noch ein bisschen Feinschliff hier, mehr und da. Und Rufen hat sich da richtig reingekniet. Der hatte dann permanent weitergearbeitet. Ich weiß nicht, wie viel Blends der schon im Kämmerchen gemacht hat, bevor der uns erstmal den nächsten zugeschickt hat. Dann haben wir wieder daran rumgemäkelt oder rum, nicht gemäkelt, rum. Rumgedoktert. Gedoktert. Aber du hast auch zahlreiche Zigarren probiert. Naja, es sollte ja stimmig sein. Und er hat wirklich, er konnte dann immer irgendwie ein bisschen weniger hiervon, ein bisschen mehr davon. Es sind schließlich, und deswegen sind sie auch vorne drauf, 5 Fässer geworden, die da drin sind. Oh ja. Dave, du hast das im Kopf, glaube ich, sogar. Ja, habe ich. Ich weiß, dass wir ein Rotweinfass drin haben, was, glaube ich, den Löwenanteil ausmacht. Genau. Der größte Anteil, das sind 50% dieses Blends, das sind Spätburgunder-Rotweinfässer von Krogemann. Und da wird der Ramero mit 61 Volumenprozent eingefüllt und die Fässer werden zweimal getoastet. Einmal bevor der Wein eingefüllt wird und einmal nachdem der Wein wieder rauskommt. Und dann werden die Fässer nochmal in Medium Plus oder in M Plus getoastet. Und dieses ist eigentlich Standard in der Weinbranche, M Plus. Aber das sorgt dafür, dass diese Harztöne im Holz schön karamellisieren und auch der Holzzucker karamellisiert und diese harten Kohlearomen nicht so sehr da reinkommen. Deswegen ist das in M+. Und das Fass hat 220 Liter, Barrique-Größe. Und da lag der seit Februar 2020 drin, der Ramero. Also 3,5 Jahre Lagerung in diesen Fässern, in dem Natursteinwerk Fasslager von Ramero, was nicht klimatisiert ist. Das heißt, im Winter ist es dort kalt oder kühl und im Sommer ist es dort sehr warm. Und das bringt den besonderen Angel Share damit rein. Einen recht hohen dann. 4-8%, das ist im Vergleich zu Schottland, wir haben ja oft diesen Whisky-Vergleich mit Schottland, 4-8% ist ungefähr doppelt so viel, auf 3 Jahre ungefähr 15% Angel Share. Und das ist das Hauptfass. Das ist der größte Löwenanteil. Ja. Ich weiß noch, wie er dann irgendwann mit der Idee eines Starkbierfasses kam. Das ist was ganz. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Das kommt zum Schluss. Dann fahren wir fort mit dem zweitgrößten Fass. Das wäre dann ein Ex-Bourbon-Fass aus amerikanischer Weißeiche, ASB, American Standard Barrel von Buffalo Trace. Da haben wir dann die Vanillearomen. Vanille Karamell, genau. Das ist ein kleineres Fass, 190 Liter. Und da lag der vorher 3 Jahre der Bourbon drin. Und dann wieder Februar 2020, 3,5 Jahre der Ramero rum. Da haben wir diese typischen Bourbon-Vanille und auch schöne Karamell und auch ein bisschen Holztöne. Dann haben wir ein bisschen weniger Anteil, den wir jetzt bei ungefähr 18%. Das wäre ein Ex-Spiers-Fass, ein deutscher Whisky, der uns dann da schöne Dörrobstnoten mit reinbringt. Ja, da erinnere ich mich, wir wollten ja dieses Trockenobst, dieses Dörrobst haben, wir wollten ein bisschen eine gewisse Malzigkeit drin haben und da kam er auf den Gedanken mit dem Schliersfass. Genau, und Schliers macht das ähnlich wie die Amerikaner, die füllen ihren New Make
in Neueiche. Und jetzt haben wir natürlich hier also ein Ex-Schliers, anstatt ein Ex-Bourbon-Fass haben wir ein Ex-Schliers-Fass. Und das Fass hat auch 220 Liter gehabt. Dann haben wir 10% Anteil des Blends, kommt von einer neuen Eiche, von einer deutschen Eiche aus der Pfalz, also Pfälzer Eiche. Und da haben wir natürlich dann diese frisch gesägten Holzdielen. Das, was wir am Anfang hatten. Daraus. Genau. Und das finde ich das wunderbar. Ich habe das mal gehabt, bei Glenfiddich gibt es einen Solera 15, der hat auch 10% oder 15% neue Eiche. Und das ist wirklich, das gibt dem Destillat so schöne Aromen nochmal dazu. Das schafft auch eine Balance zwischen diesen fruchtig-süßen Noten und dem Herben. Und dann haben wir noch das kleinste, letzte Fass, was nur 100 Liter groß war. Das ist ein Fass von Krogemann. Da war vorher als erstes war der Ex-Bourbon drin, also Bourbon drin. Dann war der Ramero rum drin. Und dann kam Tagbier von Palmbräu. Das ist eine... Ich höre dir zu, ich probiere nur. Du hast schon probiert? Naja, erzähl. Das ist eine Brauerei in der Nähe von Schweigern. Das müsste in Heilbronn sein. Und die stellen auch Starkbiere. Ich habe mal geschaut auf die Website, die haben über 20 Biere. Und das war ein 10,5 Volumen Prozent starkes Bier. Aber da erinnere ich mich noch dran, als der erste davon kam, ja, war gut. Also der erste wurde stark. Wir haben gesagt, irgendwas ist drin, ein bisschen zu seifig. Ja, das war auch herbe Malzbombe, wie so ein Malzklümpchen. Und das, ne? Wir wollen ja eine gewisse Malzigkeit. Und dann rufen wir gesagt, ja, da stelle ich ein bisschen dran rum, nehme ich ein bisschen weniger hiervon und davon. Dann kam der nächste und dann haben wir gesagt, ja, da passt es dann. Ja. Was so wirklich Nuancen also ausmachen können, das begreift man erst, wenn man über viele Wochen immer wieder neue Blends verkostet, dann auch zu verschiedenen Tageszeiten. Wir saßen hier oft zusammen und haben das gemeinsam gemacht, jeder auch nochmal für sich, Ruven in Schweigern. Das war schon toll, ich habe auch schon mal ein Schlückchen genommen. Mhm. Wo du vorhin sagtest, die Holzspäne, es gibt übrigens von unserem Justinus Kerner ein sehr schönes, ein wunderschönes Gedicht, Der Wanderer in der Sägemühle, vielleicht bringe ich das mal, ist ja recht traurig, vielleicht bringe ich das in den Götterfunken noch. Aber in den nächsten Götterfunken soll es um etwas anderes gehen. Einmal geht es darum, das will ich noch schnell vorab erzählen, 1807, noch zu Studentenzeiten, 1808, wie gesagt, promovierte er, hatte Ludwig Uhland Geburtstag gefeiert und einige Freunde, natürlich auch Kerner, eingeladen, mit ihm auf einer Wanderung auf die Achenalm zu feiern und mit einigen Damen, die er wohl kannte oder die er mit eingeladen hatte. Und auf dieser Feierlichkeit sah dann Kerner eine junge Frau gleichen Alters wie er, was er wahrscheinlich, zumindest abschätzen konnte. Er wusste es natürlich damals noch nicht, wie alt sie war. Aber sie stand eben etwas für sich und etwas traurig da und die anderen feierten und er hatte sich so vom ersten Blick in sie verschossen. Und wie Männer so sind, da will man ja imponieren. Also geht man zur damaligen Zeit auf die Dame zu und fragt dann, warum sie denn so traurig sei. Das tut man nicht einfach so plump, sondern er zitierte dann das erste Strophe eines Goethe-Gedichtes, die schließt mit der Zeile, gewiss, du hast geweint. Man sieht doch, was ist denn los mit dir? Und die junge Dame, Friederike Ehmann hieß sie auch noch, antwortete ihm dann ganz spontan mit einem Lächeln mit der zweiten Strophe desselben Gedichtes. Und da war es um ihn geschehen. Ein Motto, du kannst mir imponieren, du glaubst du nicht, dass ich nicht weiß, von wem das Gedicht ist und wie es weitergeht. Das hat sie also toll gemacht, da war es um ihn geschehen. Um sie dann wohl auch schon relativ schnell, man hatte sich wirklich romantischerweise unsterblich ineinander verloren wahrscheinlich auch. Das Problem nur war, sie war vollweise und die Tante, bei der sie lebte, war gar nicht mit einer Verbindung einverstanden. Ich glaube auch mit keiner Verbindung einverstanden gewesen. Und so wurde es wirklich immer romantischer. Man traf sich heimlich, ging auf Spaziergänge. Mal frug man auch öffentlich nach, ob man sich treffen durfte. Mal wurde es genehmigt, mal abgelehnt. Aber man hatte eine Kapelle in der Nähe, wo man tatsächlich unter einem Stein dann immer Briefe für den anderen ablegte. Und dann wurde der Brief gefischt von dem Empfänger und dann ein Antwortbrief hineingelegt. Also wirklich, wie man sich das
schöner, romantischer nicht vorstellen kann. Kerner hat es auch übrigens in den im ersten Götterfunken erwähnten Reiseschatten verarbeitet. Ich glaube, in der sechsten Vorstellung oder in der fünften im Nachklang dazu. Dieses Phänomen. Und 6 Jahre musste Rickele, so nannte er die Friederike Ehmann, dann noch warten, bis er sie tatsächlich ehelichen konnte und auch wollte. Denn er musste jetzt erstmal, da war gerade promoviert, er musste erstmal Geld verdienen. Dann hatte der erste kleinere Stellen gehabt. Und sobald er dann eine sichere Stelle bekam, hat er dann tatsächlich auch sie geheiratet. Ich glaube, von seinem Bruder Louis wurden sie getraut, wenn ich da nicht irre. Und nach mehreren kleineren Stellen, auch als Amtsarzt, bekam er dann die Stelle des Oberamtsarztes eben in Weinsberg. Und dort bat er um ein Grundstück, um sich ein Haus zu bauen. Das wurde ihm zugeteilt, etwas außerhalb der Stadtmauer am Fuße der Burgruine von Weinsberg. Er liebte diese Gegend und hat sich dort ein Haus, ein Nest für seine Frau, für seine künftige Familie und sich gebaut. Das 1822 durch den Architekten Johann Georg Hild, einem Freund unseres Dichters, erbaute Kernerhaus steht noch heute am Fuße der Burgruine von Weinsberg, samt idyllischem Garten und mystischem Geisterturm. Einstmals der Eckturm der Stadtmauer, ein Malefizturm, worin Diebe und andere böse Buben ihre Strafe zu verbüßen hatten. Das Kernerhaus hingegen war ein lichter Hort der Gastlichkeit. Vom hohen Adel, wie dem Freund Graf Alexander von Württemberg, nach dem ein später gekauftes Gästehäuschen benannt wurde, über Denker, Musiker, Künstler und vor allem Dichter wie Mörike, Tieck, von Arnim und Lenau, der im Geisterturm Teile seines Faust verfasste, bis zu wandernden Handwerksgesellen, Flüchtlingen, Patienten ward jeder aufs Herzlichste willkommen geheißen. Nicht selten war das Haus so voll, wie sich Kerners Sohn Theobald erinnert, dass trotz Haupthaus, Anbau, Geisterturm und Gästehäuschen nicht genügend Platz war und die Familie selbst so auf dem Dachboden oder im Sommer auf der Veranda schlafen musste. Eigentlich verging kein Tag, wo nicht irgendjemand zu Gast war. Justinus Kerners ungeheures Talent, Gastfreundschaften zu pflegen, wurde ihm allerdings nur durch die Liebe, Geduld, Lebenstüchtigkeit, Freundlichkeit und den Esprit seiner Ehefrau ermöglicht, die bei aller Belastung in der Lage war, stets eine solch angenehme Atmosphäre zu schaffen, dass das Kernerhaus, wie passend zu unserem Kanal, ein Ort des Genusses für Geist und Gaumen wurde. Auf diesem Stahlstich von 1866 sehen wir im Garten des Kernerhauses von links betrachtet den Sohn Theobald vor dem Geisterturm an einen Rest der Stadtmauer gelehnt, dann, Zigarre rauchend und nachdenklich, Nikolaus Lenau, Gustav Schwab in einem Buch blätternd, stehend Graf Alexander von Württemberg und den Dichterfreund aus Studienzeiten Karl Mayer, sitzend mit Stock Justinus Kerner daselbst, seine Gattin Friederike Wein herbeibringend, dann den Freund Ludwig Uhland mit einem Folianten auf den Knien, sowie hinter diesem stehend der Schriftsteller und Offizier Karl August Farnhagen von Ense. Im Hintergrund die weibertreu genannte Burgruine von Weinsberg auf dem Hügel. Gar manchen Gast führte Kerner hier hinauf, denn er erkannte früh nicht nur den historischen Wert des Bauwerkes, sondern auch den touristischen, der sich nicht nur mit dem ästhetischen Charme solcher Ruinen, sondern vor allem hier ganz konkret mit der Erzählung verbindet, die sich um diese Burg rankt.
Im Jahre 1140 wurde die Burg Schauplatz eines erbitterten Kampfes zwischen Welfen und Staufern um die Macht im Reich. Der 2 Jahre zuvor von den Reichsfürsten zum König gewählte Staufer Konrad III. Belagerte die Burg Weinsberg bereits mehrere Wochen, als endlich das Welfenheer zur Befreiung nahte, jedoch von Konrad vernichtend geschlagen wurde. Welf der VI. Entkam knapp mit dem Leben. Für die in der Burg Eingeschlossenen aber gab es nun keine Rettung mehr. Man verhandelte die Übergabe und Konrad III. Gewährte mit königlichem Edelsinn allen Frauen freien Abzug mit dem vom Hab und Gut, was eine jede auf ihren Schultern zu tragen vermöchte. Auf alle Männer hingegen wartete der Tod. Am Tag der Übergabe kam durchs Burgtor den Berg hinab ein langer Zug von Frauen. Und der Staufer staunte nicht schlecht, denn eine jede von ihnen trug ihren Mann auf dem Rücken und setzten diese erst nach langem Marsch vor dem Sieger ab. Des Königs Bruder brauste erbost auf, das war die Meinung nicht, so war die Gnade nicht gedacht. Der König selbst aber musste ob der Weiberlist lachen und sprach, lasset sie in Frieden ziehen, es ziemt sich nicht, ein Königswort zu wandeln. Diese Geschichte ist vielfach erzählt und dargestellt worden und wird gerne ins Reich der Legenden verbannt. Tatsächlich aber sind sich die Historiker heute einig, dass die Erzählung von den treuen Weibern von Weinsberg, die bereits wenige Jahrzehnte nach den Ereignissen in der Kölner Königschronik niedergeschrieben wurde, wirklich so oder ähnlich stattgefunden. Zum Erhalt oder besser zur Rettung des Bauwerkes, das bis dato rücksichtslos als Steinbruch geplündert wurde, gründete Kerner zusammen mit seiner Gattin und anderen engagierten Frauen den Frauenverein und warb mit allerlei Geschick und großem Erfolg für das Projekt Burg Weibertreu. Jeder Spenderin ließ man zum Beispiel einen hübsch gearbeiteten goldenen Ring mit der Gravur Weibertreu zukommen, in welchem statt eines Edelsteines ein schlichtes Steinchen von der Burgruine gefasst war. Diese Ringe erfreuten sich insbesondere als Verlobungs- oder Trauringe deutschlandweit großer Beliebtheit. Auch adelige Großspenden, die Vereinspatenschaft durch Königin Pauline von Württemberg und schließlich die Übergabe der gesamten Anlage in den Besitz des Vereins durch Wilhelm I. von Württemberg ermöglichten es, aus dem Schutthaufen ein ansehnliches Ausflugsziel von historischem und künstlerischem Wert zu schaffen. Sohn Theobald erinnert sich, mein Vater war jeden Tag mit Tagesanbruch oben und überwachte die Ausgrabungen. Denn Türme und Gewölbe waren mit Schutt und Asche angefüllt. Die Taglöhner waren von äußerstem Fleiße. Jeder wollte der Erste an der Arbeit sein. Sie hofften, einen Schatz zu finden. In welchem Glauben sie, mein Vater, um sie zum Geschäfte zu treiben, bestärkte, indem er hie und da eine abgeschliffene Münze, farbige Glasperlen und so weiter in den Schutt steckte. Auch ließ Vater Kerner Äolshafen in die Schießscharten des dicken Turmes einbauen, die den romantischen Charakter akustisch vervollständigten. Die Saiten jener auch Geister-, Wind- oder Wetterharfe genannten Instrumente werden ausschließlich von unsichtbarer Hand durch Einwirkung des natürlichen Luftstroms zum Klingen gebracht. Sie galten als Sinnbild der Poeten, denn auch diese werden ja vom unsichtbaren Hauch inspiriert. Die Äolsharfe in der Ruine. In des Turms zerfallener Mauer
tönet bei der Lüfte gleiten, mit bald halb zerrissenen Saiten, eine Harfe noch voll Trauer. In zerfallener Körperhülle sitzt ein Herz noch halb beseitet, oft ihm noch ein Lied entgleitet, schmerzreich in der Nächte Stille. Nach dem Tode unseres Poeten brachte dessen Sohn Theobald nun die Dichter und die Burg auf ewig zusammen. Er führte die Arbeit am Denkmal mit Begeisterung fort und verewigte zudem zahlreiche Besucher seines Elternhauses an den Wänden der Ruine. Er schuf sozusagen ein steinernes Album, eine Kultstätte der Romantik, die Geschichte, Natur und Kunst zum Nacherleben verbindet. Tja, also nichts gegen die Kräfte meiner Frau, aber ich wäre in der Burg verreckt. Kerner wahrscheinlich auch, er war immerhin doch auch ein bisschen mopsig, er war ein Genießer, gern und viel Wein getrunken und auch gern und gut gegessen. Er hat auch einen Spruch geschrieben, ich kriege den jetzt nur leider nicht ganz zusammen, aber sinngemäß ist er, getragen hat mein Weib mich nicht, aber er tragen. Und das ist mehr, als man kann sagen. Also, er wusste, so, Heinz Erhardt an, er wusste mit dieser Legende, die es keine ist, die eine Tatsache ist, sehr humorvoll umzugehen. Wir haben jetzt gar nicht viel zur Nase und Geschmack gesagt. Das können wir vielleicht jetzt machen. Und wenn wir uns von Mrs. Götterfunk dann noch unsere Zigarren bringen lassen, dann wird das Ganze noch ein richtig schöner Abend. Danke sehr. Danke dir. Sehr gerne. Du, die weiß, was wir mögen. Wo kommen die denn her? Das kann ich dir sagen. Du hast die letzte Kiste davon für mich aus Barcelona mitgebracht. Muss Erwähnung finden, wie ich die Rambler rauf und runter gerannt bin. Weil ich dir gesagt habe, findest du Rambler 100, Jimeno. Es waren einige Tabakläden, aber ich behaupte mal, die letzte Kiste D4 zumindest für eine kurze Zeit in Barcelona gefunden zu haben. Ich war früher in Barcelona in einem wunderbaren Laden, der einen Naturstein-Humidor im Keller hatte. Und ich hatte David, der glaube ich jetzt das erste Mal in Barcelona oder das zweite Mal gewesen ist, gesagt, wenn du da bist, geh in diesen Laden auf der Rambla, der berühmten Straße Nummer 100. Da musst du rein. Ich hatte ihn dann auch vorgeschwärmt, wie ich da damals reingehe. Und dann erst mal obere Etage habe ich gedacht, was ist das denn? Touristen-Nippes wurde da verkauft. Und da war ein Humidor, wo ein paar Kistchen drin standen. Und wenn man dann aber zeigte, dass man doch Interesse an einer Kiste oder zweien hatte, dann wurde so ein kleines Bändchen weggenommen. Man ging in den Keller und da war ein Naturstein-Humidor. Also der Keller hatte tatsächlich durch die Wände immer die gleiche Luftfeuchtigkeit, die ideal für Zigarren war, und eine kaum schwankende Temperatur. Und die Wände waren über und über, damals war es noch die goldene Zeit, mit kubanischen Zigarren. Gut und günstig. Ich ließ für eine Kiste, ich glaube, es waren, die Regie mögen mich bestätigen, Sancho Panza Nummer 2, vorlegen. Ich kenne jemanden, der noch eine hat davon. Eine Kiste? Eine einzelne, die du mir geschenkt hast. Auf die wurde die Kiste aufgemacht und dann guckte ich da drauf, setzte mich hin und nur weil ich jetzt offensichtlich eine Minute länger nichts gesagt hatte, kam die nächste Kiste, wurde aufgemacht und direkt noch eine wurde aufgemacht, ob mir vielleicht die Farben nicht wieder, das war ein Service, das kann man sich nicht vorstellen. Und wieder, da musst du hin, da kriegst du auch bestimmt noch kubanische Zigarren für mich. Ja, nix. Ich habe nach dem Humidor gefragt, den gibt's nicht mehr. Der Laden heißt mittlerweile anders und den Humidor gibt's auch nicht, dann bist du aber treu. Aber auch im eigenen Interesse sämtliche Estancos, wie sie heißen, in Barcelona abgeklappert. Und du hast deine Lieblingszigarre. Und hast für mich dann noch eine Kiste Partagas, die Nummer 4. Und eine Cai d'Orsay. Eine Cai d'Orsay hast du dir mitgebracht, das ist selten. Cai d'Orsay, ja. Die ist natürlich in Deutschland nicht verfügbar, dort habe ich sie gefunden. In Deutschland ist kaum was verfügbar. Ich habe eine etwas kürzere Robusto. Deine ist wahrscheinlich das gleiche Ringmaß. Klassische Robusto. Aber deine ist ein bisschen länger. Ja. Und der spotzt hier schon ein bisschen. Dann wollen wir gucken, wie unser RCR sich dann nochmal zu dieser Zigarre macht. Obwohl ich hatte sie schon mal mit der
mit einer aus dem Altbestand von mir probiert. Ja, du hast ja viele Zigarren zu dem Blend probiert, aber jetzt final im Video. Aber erzähl uns derweil doch mal, ach, die Nase wird auch immer. Die wird schöner, oder? Naja, das ist jetzt dieses vordergründige Holzspänige geht jetzt weg zugunsten der Früchte, des Dörrobst, die leichte Malzigkeit, Karamell. Und die Kaffeenote kommt auch. Die Kaffeeschokonote ist da. Mhm. Das ist das, was wir wollten. Aber es ist ja auch was dahinter. Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, wo wird der eigentlich gemacht, wo wird der hergestellt? Und hier steht ja drauf, nee, hier steht nicht drauf, doch, hier steht drauf, distilled in Guyana, barreled in Germany. Und das macht er ja nicht von ungefähr, weil da gibt es eine ganz besondere Anlage. Erzähl uns ein bisschen was von Guyana. Ja, und also die Heimatdistillers, die kaufen den Rum in der Diamond Distillery, das ist in Guyana. Und Guyana hat eine lange Geschichte zum Rum, das fing schon 1650 an. Damals wechselten sich die sogenannten Kolonialherren ab, die Niederländer, die Franzosen und die Engländer, immer wieder durch Kriege, so lange gewechselt, bis Napoleon letztendlich in Europa geschlagen war und dann ging es an die Briten, an das Königreich. Und so sind natürlich verschiedene Rumstile in diesem sogenannten Demerara-Gebiet rund um diesen Fluss, Demerara River. Und da gab es dann zur Höchstzeit um 1750 300 Zuckeranwesen, also Sugar Estate oder Plantagen und die auch, jeder von denen hatte auch eine eigene Brennerei und eigene Brennapparate, verschiedene Destillierapparate von Column Stills über Single Wooden Pot Stills, Double Wooden Pot Stills und da kann man natürlich diverse Rumstile kreieren. Also, aber davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Genau, es ging immer weiter zurück bis ins 20. Jahrhundert waren es dann noch knapp 60 Brennereien und 1966 wurde dann auch Guyana unabhängig von den Briten und dann war das nun mal so, auch durch diesen Act des Staates, der 51% Anteil am Gewinn haben wollte. Das schreckte natürlich Investoren ab und somit blieb es dann bei drei Brennereien. Das war Uitvlucht, Enmore und Diamond. Letztendlich ist jetzt eine übrig geblieben. Die nennen Diamond, sich ne? Demerara Distillers Limited. Diamond wurde von denen aufgekauft. Und jetzt. Ach so, rum ist es. Genau. Ich dachte, die heißt Diamond jetzt. Diamond ist die Brennerei, genau. Aber sie wurden von Demerara Distillers Limited aufgekauft. Also sie heißt aber noch Diamond. Genau. Und sie haben den, genau. Und sie haben den dem Staat quasi abgekauft. Ja. Das führt aber dazu, dass diese alten Brennapparate, die wurden überall eingesammelt, die wurden aber nicht eingemottet oder halt ins Museum gestellt, sondern die wurden wieder aufwendig restauriert und zum Leben erweckt oder sie lebten eh oder waren eh noch funktionstüchtig. Und somit ist Diamond jetzt in der Lage, diese alten, tollen Rumstile, wofür diese Region halt berühmt wurde auch, das ist ein sehr hochwertiger Rum, der da für die Navy damals auch produziert wurde, der wird da wieder hergestellt. Und wir haben hier zwei ganz besondere Brennanlagen, die dafür benutzt wurden, für diesen Blend. Und zwar haben wir einmal diese Metal Coffee Stills und einmal die Double Wooden Pot Still. Und das ist eine ganz besondere Brennanlage von 1732. Ja, die älteste, die einzige noch existierende und älteste Double Wooden Pot Still. Genau. Das sind ja richtig riesige Holzfässer aus einem heimischen Holz, das auch noch den schönen Namen Greenheart oder Grünherzbaum, Grünherzbaum trägt. Die Bäume gibt es auch nur in der Gegend, also nur in Brasilien, Suriname, Venezuela und in Guyana findet man dieses Holz. Und die bringen ja schon an sich, das Holz bringt ja schon Aroma mit. Mhm. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, seit 1732 ist da drauf gebrannt worden. Und das heißt, jeder Brand bringt ja dann auch wieder Aroma mit. Ja, die DNA der ersten Brände von 1732 ist dann noch im Holz drin halt. Ja, das heißt, da kommt wirklich dann ein intensives, deswegen auch intensives Aroma raus. Und deswegen auch der wichtige Hinweis von dir, bei einem Rumblend ist der Frische manchmal schon so intensiv und so stark, dass man erstmal ein bisschen warten muss oder den wirklich ein bisschen zurückfahren muss. Da ist es gar nicht mal so die Reife, die das Aroma bringt, sondern wirklich die verschiedenen Fässer, das, was Ruven eben macht, die dann das Aroma bringt. Natürlich kann man auch über eine lange, lange Reife Aromen erzielen. Es gibt ja wunderschöne auch Single-Fässer. Aber hier ist es eben dann wirklich so, dass diese Aromen aus dem Holz, was du sagtest,
Aus der ja, auch aus dem Potstill-Brennverfahren an sich schon. Ja, du hattest gesagt, die werden dann auch gekühlt, weil das eben genau. Holz ist? Oder? Ja, das Holz darf nicht austrocknen und deswegen wird es also kontinuierlich eigentlich von oben bewässert, dass es immer kühl bleibt, also es immer feucht bleibt. Aber wir haben ja hier zwei verschiedene Rumarten und zwar eigentlich einen leichten Rum, der mit einem schweren Rum in dem Fall dann einfach kombiniert wird. Wir haben ja schon bei dem Rohbrand oder bei dem Rohrum schon einen Blend. Ja. Genau, und der schwere Potzelrum, der an sich schon sehr aromenreich ist, wird mit dem weicheren Smooth and Gentle, würde man sagen, mit dem sogenannten Column Still Rum vermehlt und geht dann so in Übersee mit ja, roundabout 82 bis 86 Volumenprozent, wird dann von Rum mit einem sehr weichen Wasser auf 61% runter verdünnt und so geht er dann ins Fass. Und die Fassreifung läuft ja in Europa auch viel schneller ab als jetzt bei den Temperaturen in Südamerika. Somit haben wir hier nach 3 Jahren schon eine Fassreifung, wie beispielsweise in kühleren Ländern müsste man da viel länger liegen lassen. Also das geht hier sehr schnell vor. Wir haben hier natürlich einen Angel Share und deswegen haben wir nach 3 Jahren schon so tolle Ergebnisse hier und so komplexe Noten von diesen Aromen, die wir eben beschrieben haben. Also bei meiner Kombination kommt jetzt natürlich, weil Patagas bietet ja auch diese Erde-Holztöne, aber eben auch was Karamelliges. Und da bin ich schon wieder auf meinem Spaziergang so ein bisschen. Das passt. Über den Jahrmarkt, wo so ein bisschen Zuckerwatte, Karamell habe und aber auch dann diese Malzigkeit direkt hinterherkommt von dem Starkbier. Ja. Und das ist so schön, dass es ja jetzt nicht irgendwie so ein klebrige Pampe ist, sondern wirklich ein aromatisches Vanille, Karamell, Toast, Malzigkeit, dass das dabei rumkommt. Was mir noch aufgefallen ist, als wir vor Ort geblendet haben, da haben wir den natürlich mit Dosage und ohne Dosage probiert. Mhm. Und ich bin grundsätzlich ein Fan von keinen Zucker hinzuzugeben, grundsätzlich. Ja. Aber in diesem Fall oder grundsätzlich bei Rum ist es wieder was anderes, weil weil die Dosage einfach hier für ein cremiges, schönes Mundgefühl sorgt. Und das Mouthfeel, sogenanntes das Mundgefühl wird oft unterschätzt und für mich ist das so wichtig. Und hier hat er durch diese geringe Dosage von 10 Gramm Rohrzucker, am Ende sind es nur 7 Gramm rein, 7 Gramm Wert im Zuckergehalt, wurde der so viel schöner, dass ich gesagt habe, ich bin es muss unbedingt rein. Also mit der Dosage, das muss unbedingt Wir haben rein. Ja hinterher bei Blend 3 oder 4 auch nochmal überlegt, sollen wir die Dosage nicht doch nochmal raustun? Mhm. Und das war schon ein krasser Unterschied dann. Und da haben wir gesagt, nee, lass uns eine kleine Dosage drin haben, was das Ganze wirklich so cremig macht. Ja, das ist schon fast sahnig und seidig im Mund. Das ist sehr angenehm zu trinken. Meine Patagas hat Schiefrand. Wie schmeckt da der Kedosé? Sehr gut. Und in Verbindung, die hattest du ja noch nicht in Verbindung mit diesem Rum, ne? Nein. Das ist auch eine recht milde, ne? Das ist eher eine mildere kubanische Zigarre. Aber ich hatte sie schon vor Jahren mal geraucht. Das hat mir gut gefallen. Empfindest du jetzt, die stehen gleich lang, wir haben unterschiedliche Zigarren. Was sticht bei dir beim Geschmack jetzt hervor? Auch das, was ich erzählte, oder hast du andere Assoziationen direkt? Schön ist für mich diese angenehm natürliche Süße, die ich hier habe, die mir beim Rum auch sehr wichtig ist. Insbesondere auch im Pairing mit einer Zigarre mag ich dieses etwas übertrieben gesagt klebrige im Mund, weil es einfach gut zum Zigarrengenuss passt. Und ich habe hier Malz und auch die Kaffeenoten und diese Vollmilchschokolade und das Dörrobst ist alles da, alles in Einklang, alles sehr schön, so ist es immer ausgewogen. Und die 46 Volumenprozent, das gefällt mir hier gut. Das ist nicht zu kräftig, aber auch nicht zu schwach. Auch nicht untermotorisiert. Nee, das hatten wir auch, glaube ich, einen Versuch mit bei gehabt. Wir hätten 40 nehmen können oder 43 oder Fassstärke. Und das soll ja hier auch eine breite Menge an Genießern ansprechen, ja, wir wollten die eigentlich überfordern. Eben, dass er ohne Zigarre super genießbar ist, genau. Und das ist er auf jeden Fall. Und dass er aber zu den meistmöglichen Zigarren auch passt. Also ich hatte Brasil dazu geraucht, ich hatte kräftige Nicaragua-Powerstängel dazu geraucht und dann auch ganz milde Sachen aus der Dominikanischen Republik bis zu kubanischen Sachen. Und es ist immer wieder anders. Wenn Sie das Pairing probieren wollen, dann schreiben Sie uns gerne, was Sie davon halten. Ich erzählte davon, und das geht jetzt auch ein bisschen auf die Nacht- oder Schattenseite des Lebens, dass Kerner diese junge und frühe Erfahrung mit dem Mesmerismus hatte,
mit dieser hypnotischen Wirkung, mit dieser Vorstellung, dass man durch Magnetisierung, wie das damals hieß, Dinge heilen könne. Und er spielte auch leidenschaftlich Maultrommel. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so ein ganz kleines Instrument. Hatte man als Kind manchmal noch gehabt, auf dem man dann so, ja, wenn man es gut konnte, tatsächlich gute Melodien. Ansonsten kam ja so komische Töne dabei raus. Aber er spielte sie hervorragend und wandte diese Maultrommel auch bei Patienten an, um sie damit quasi zu magnetisieren. Und es begab sich, da sind wir wieder im Vorweihnachtlichen, dass eine junge Frau aus Preforst, Elfriede Haufke hieß sie, bekannt als Seherin von Preforst, unglaublich krank da niederlag und Visionen von sich gab und nicht geheilt werden konnte, sehr starke Schmerzen hatte, sich kaum aufrichten konnte, ausgemergelt war, immer ganz trockenen Mund hatte. Und diese Dame ging nun zur Heilung zu Justinus Kerner. Friederike Haufe, die sogenannte Seherin von Preforst, wurde im November 1826 Patientin von Justinus Kerner, der sie intensiv betreute und die letzten 2 Jahre ihres Lebens sogar in sein Haus aufnahm. Kerners Sohn Theobald erinnert sich: »Ich war 10 Jahre alt, als die Kranke nach Weinsberg kam, und ich kann mich deshalb noch gut an sie erinnern. Das totenblasse, von Krankheit und Schmerzen abgemagerte, feine Gesicht, nonnenartig umrahmt von einem weißen Tuch, das Haare und Schultern umhüllte. Die großen, in seltsamem Licht strahlenden Augen mit den langen, schwarzen Wimpern und den schön gebogenen Augenbrauen, die elfenbeinweißen, durchsichtigen Hände. Ich sah sie jahrelang täglich, saß oft an ihrem Bette wie ein Schmetterling an der Nadel.« Haufe, die nach heutiger Einschätzung vermutlich an Schizophrenie und Leukämie litt, weissagte in Dämmerzuständen, sagte Dinge voraus wie ihre eigene Todesstunde und erfüllte alle Klischees, die wir heute mit einer übersinnlichen Persönlichkeit verbinden. In der Romantik, die allem Okkulten zugeneigt war, wundert es nicht, dass zahlreiche Personen sich aus Neugier oder Wissenschaft ein Bild von der Seherin machen wollten. Noch einmal Theobald. »Es kamen damals der Seherin zu lieb, Gläubige und Ungläubige und Philosophen, Doktoren, Professoren und Schriftgelehrte aller Art.« Justinus Kerners Werk »Die Seherin von Preforst, Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und über das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere« ist das berühmteste Buch unseres Dichters geworden. Es wurde in mehrere Sprachen übersetzt und ist bis heute eine Quelle der Inspiration für Esoteriker, Mediziner, Literaturforscher und Okkultisten. Kerner selbst befürchtete, dass sein Nachruf auf diese Seite seines Schaffens beschränkt sein würde und dichtete melancholisch spitz: »Flüchtig leb ich durchs Gedicht, durch des Arztes Kunst nur flüchtig, nur wenn man von Geistern spricht, denkt man mein noch und schimpft tüchtig.« Dabei hat er zu schwarz gesehen, denn obschon Justinus Kerner durchaus offen war für die Schattenseiten des Lebens, attestiert ihm das Deutsche Ärzteblatt noch 2003 eine hohe Professionalität. Kerners zweibändige Krankengeschichte stellt ein höchst differenziertes und sensibles ärztliches Forschungsprotokoll dar. Man bemerkt eine eigenartige Stabilität des Verhältnisses zwischen dem Arzt und der Patientin. Beobachten, niederschreiben, dokumentieren,
bedeuten eine Objektivierung und Kontrolle seines Umgangs mit der Kranken. Kerner vergaß dabei nie die ihm vorgegebene ärztliche Rolle. Er begriff die Seherin durchgehend als Schwerkranke, ja, Todkranke. Gerade im Lichte moderner Psychotherapie und Psychoanalyse erstaunt uns heute seine intuitive Sicherheit, mit der er die Nähe der Patientin suchte und zugleich Distanz zu ihr einhielt. Kerners Verdienste auf ärztlichem Gebiet sind überhaupt heute noch sehr gewürdigt. Die Justinus-Kerner-Medaille ist die höchste Auszeichnung des Ärzteverbands Baden-Württemberg. Und wenn man die Einleitung zu seiner Seherin von Preforst mit aufgeklärten Augen liest, so entdeckt man vielmehr Antizipationen moderner Tiefenpsychologie, Archetypen, Traum- und Mythenforschung. Die Namen C.G. Jung und Joseph Campbell klingen an. Möchten die nachstehenden Blätter, die manche neue Eröffnung über das innere Leben und das Hereinragen einer Welt der Geister in die unsere enthalten, es klar werden lassen, wie solches innere Leben nicht bloß in Schlafwachen, sondern in Wahrheit in uns allen waltet, wie wir es aber nie tief genug erfassen, nicht selber in ihm einkehren, und seine inhaltsschweren Ziffern nicht zu enträtseln uns bemühen, weil uns der Tumult der Außenwelt ruft, bis jener Moment kommt, und oh, wie bald kommt er bei allen, wo diese Außenwelt verschwindet und dann unser Geist unaufhaltsam in die inneren Kreise kehrt und da, ach, nur zu spät, schaut, was sich ihm setzte. Und nun möchte ich nur wenige Worte schon an dieser Stelle von dem Wesen desjenigen Lebens im Innern sagen, das man den magnetischen Schlaf heißt. Nenne diesen Zustand nicht Schlaf, denn er ist vielmehr das hellste Wachen, das Aufgehen einer inneren, viel helleren Sonne als die ist, die dem Auge von außen leuchtet. Ein helleres im Licht, als das ist, das durch Begriffe, Schlüsse, Definitionen und Systeme im wachen Leben werden kann. Ein Zustand, der mit dem Ursprünglichen des Menschen Ähnlichkeit hat, wo der Mensch wieder in die alte, innige Verbindung mit der Natur tritt und ihre Gesetze und Urtypen zu erschauen fähig werden kann. Im reinsten, höchsten Grade des magnetischen Zustandes ist kein Schauen, Hören, Fühlen. Es ist aus allen dreien zusammengesetzt, mehr als alle drei. Eine Empfindung unmittelbarer Gewissheit, eine Ansicht des wahrhaftesten, eigensten Lebens und der Natur. David. Ja. Wie ergeht es dir, wenn er jetzt etwas länger steht, der Rum mit den Aromen? Wie ergeht es dir mit der Zigarre dazu? Also bei mir... Ich war gerade im Varadero am Strand, du hast mich wieder aus meinen Träumen geholt. Weil du endlich mal wieder eine kubanische rauchst. Ja. Nein, das passt wunderbar zusammen und ich habe hier richtig schöne Aromen. Was mir ganz besonders aufgefallen ist, dass der Alkohol hier gar nicht stört. Also die 46 Volumenprozent sind perfekt eingebunden. Nichts, ne? Nichts. Auch in der Nase nicht. Ja. Im Geschmack und in der Nase ist der Alkohol sehr weich. Und es bleibt beim cremigen Mundgefühl. Auch kein Prickeln in der Nase beim Verriechen. Und die Noten, die wir haben wollten, sind auch tatsächlich da. Immer noch sehr präsent. Dörrobst, Schokolade, Vollmilchschokolade. Also bei mir, je länger die Vollmilchschokolade, je länger der steht, kommt das Schokoladige für mich gerade jetzt auch in Kombination mit dieser Zigarre in den Vordergrund. Bei der stärkeren, bei der Patron, die ich mal dazu, ich hatte auch andere geraucht, da trat dann das Dörrobst stärker in den Vordergrund. Das habe ich gerade Orangen gehabt.
Das waren die frischen Aspekte, die wir drin haben wollten, wo auch so eine leichte Himbeernote, Orangen drin waren. Die habe ich jetzt hier nicht, aber das kann auch der Unterschied der Zigarren mit sein. Ne? Ja, meine ist definitiv milder als da. Du hast eher dieses Erdige aus Kuba und ich habe auch eher diese milden Aromen, aber diese Orange war gerade sehr, sehr intensiv, sehr angenehm. Der ist gefährlich süffig. Kann man der so ist sagen, gefährlich, ne? Was vielleicht den einen oder anderen zu sehr interessieren mag, sieht man es hier, nein, hier nicht, aber auf der Rückseite, ich weiß nicht, ob man es darauf sieht, dieses Vögelchen, sieht man es auf der Kiste, ich weiß nicht, das Markenzeichen mit von Ramero, ist der Nationalvogel von Guyana, Huazin, mit dem hässlichen Beinamen Stinkvogel. Die machen auch komische Geräusche, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nie live erlebt, aber er soll tatsächlich teilweise, andere sagen überhaupt nicht, manche sagen teilweise einen entsetzlichen Geruch absondern können, was wohl damit zusammenhängt, dass er eine Art Wiederkäuer ist oder sowas, eine andere Verdauung hat als Vögel normalerweise, überhaupt noch etwas Saurierhaftes an sich hat, denn zumindest die Kleinen, die Jungvögel haben an den Federn noch Krallen. Es muss ein interessantes Tier sein. Blende vielleicht mal ein Bild davon ein. Taucht im Schriftzug auf. Ne? Taucht im Schriftzug auf und den hat sich eben Ruven als Markenzeichen für seinen Ramero-Rum, für jeden Ramero-Rum sozusagen genommen. Was steht noch drauf? Wir können doch vielleicht ein Wort zur Nachhaltigkeit verlieren. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der Bruder vom Ruven ist da sehr... Ja, das ist wirklich ein Globetrotter, oder? Ja. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber du hast ihn kennengelernt vor Ort. Ne? Die haben sich ja 2014 auf einer Reise, also das sind ja beste Freunde, die drei von Ramero, das sind ja Marcel, Ruven und Daniel, meine ich. So, einmal mit Profis arbeiten. Ja, Marcel Esslinger, Ruven Richter und Raphael Heiche, meine ich. Das sind die drei Jungs, die sich dann 2014... sind sie dann auch nach Guyana gereist und dort haben sie diesen Zuckerbauern getroffen, der das Leuchten in den Augen hatte und von dem Zuckerrohr erzählte, von den Plantagen und wie man aus dem Grundstoff Zuckerrohr, aus der Melasse, so einen tollen Rum kreieren kann. Das war eigentlich so der Beginn und das mit der Nachhaltigkeit kaufe ich den Jungs wirklich ab. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Marketing-Gag, sondern die pflanzen für jede verkaufte Flasche zwei Bäume. Nicht jetzt auf der ganzen Welt, sondern jetzt gerade auch in Baden-Württemberg, aber es ist wirklich so. Ja, und der Bruder lebt das ja, der ist ja, glaube ich, irgendwo... Ja, im sozialen Projekt meine ich auch. Soziale Projekte macht er in Mittelamerika. Wollen auch, dass Wertschöpfung in Guyana bleibt. Genau. Das ist auch einer der Gründe. Also da ist wirklich was hinter, was ich schön finde, denn viele von Ihnen haben gefragt, es ist kein ökologischer Rum in diesem Sinne, wie der Ron Sostenible, aber es ist eben auch einer, der versucht, nachhaltig etwas zu wirtschaften und sozial etwas auch im Land zu lassen. Und das finde ich immer ganz schön, wenn sowas mit dazukommt. Da steht man auch für faire Löhne ein. Ja, es ist kein Greenwashing. Ne? Da Nein, ist, absolut nicht. Da ist eine Überzeugung hinter, das ist ein Überzeugungstäter. Also ich kann mich ja nur auf mein Bauchgefühl verlassen. Und ich habe ja den Ruven kennengelernt vor Ort und auch den Marcel. Und das ist einfach sehr authentisch. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass das auch nicht dieses Greenwashing ist. Das ist wirklich, ich glaube, dass das auch so ist. Wir haben noch gar nichts zum Preis gesagt. Oder sollen wir das ganz zum Schluss sagen? Wir stellen ja kein Zeugnis aus, weil es ist unser Produkt. Natürlich wären wir da in der Gefahr, ihn besser zu bewerten. Das sind unsere Unterschriften sind noch drauf. Ja, und seine auch auf jeder Flasche. Und ein Götterfunken-Logo. Naja, das ist eine Jubiläumsflasche. Noch sind wir im Jubiläumsjahr.
Auch wenn ich die 10 Jahre noch nicht voll habe. Und sind nur 8 bei mir, ne? Oder? 7? 14? Wann bist du dazu? Ich weiß es gar nicht. Wann habe ich mich nochmal reingeklagt in deinen Kanal? Reingeklagt? 15 schreibt die Regie. Die Regie weiß das. Ja, die Flaschenform, was sagst du denn dazu? Sie ist sehr interessant, ne? Sehr schön gemacht. Ein bisschen wie ein etwas größerer Flachmann, aber da ist kein Fistanölken drin. Für den Cowboy-Stiefel. Aber es hat Vor- und Nachteile, da habe ich auch mit Rufen drüber gesprochen. Vom Design her ist es eine wunderhübsche Flasche. Vor allen Dingen auch, dass Ramero nochmal eingeprägt ist an den Seiten. Und nur das Etikett bietet eben dadurch nicht so viel Platz. Das heißt, man kann erkennen diese 5 Fässer, man kann auch die Schrift noch erkennen, aber hinten drauf, da brauchen sie schon... Ich zumindest. Ja gut, ich kann es so lesen noch, aber du brauchst eine Lupe. Kleine und Lesebrille. Das ist natürlich je nach Text, nun haben wir hier auch viel draufgepackt, je nach Text. Da steht unsere Biografie mit drin, meine ich. Ja gut, dann müssen wir ein Booklet beilegen. Aber es steht einiges drauf und in der Umverpackung hier auch noch einmal. Ja, das stimmt. Sehr schön gemacht. Ich finde es auch... Ruven hatte mal darüber nachgedacht, eventuell auch noch mal andere Flaschen zu kreieren. Aber das ist eine eigens für ihn produzierte Flasche. Und diese Formen dafür, das ist ein unheimlicher Kostenaufwand. Da haben wir gesagt, nee, ist doch schön. Lassen wir ich finde die Flasche schön, sehr schön. Ja, man sieht auch viel Farbe vom Rum. Und der Rum ist ungefärbt. Ne? Das ist auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen. Ungefärbt und wie es hier... oben unterhalb meines massigen Leibes steht... Ich dachte, du wärst ungefiltert. Ja, genau. Der Rum ist ungefiltert und Götterfunk ist auch ungefiltert. So insofern darf es da oben ruhig stehen. Also auch nochmal wirklich ein großes Lob und auch ein Dankeschön an den Designer, der, glaube ich, in Hamburg da sein Unwesen treibt. Der hat das da wirklich sehr schön gemacht, oder? Hat er schön gemacht. Hierzu noch einmal, wie gesagt, der Hinweis, den kompletten Linolschnitt bekommen Sie... an der Adresse, die in dem Text unten eingeblendet ist. Den Rum bekommen Sie natürlich bei Ramero selbst auf der Homepage, aber auch bei Whisky und Art. Ne? Du bist den auch für... Ich bin ganz stolz und glücklich, dass ich den auch in unserem Webshop auch anbieten darf. Das war der Werbeblock. Zurück zum Aroma. Also bei mir wirklich das Schokolade ist jetzt im Vordergrund. Die Früchte, auch die helleren Früchte. Das Malzige ist immer noch da. Das ist jetzt auch wirklich ein Rum in der Nase, oder? Ja. Ne? Das ist ein Rum. Das Holz ist zurückgegangen. Was ich ja manchmal mache, das finden manche Leute komisch, aber gerade bei einer kubanischen oder auch bei einer gut gemachten anderen Zigarrenblend, der Abbrand einer Zigarre hat manchmal etwas so wunderbar Süßliches. Und wenn man den sich in die Nase holt und dann einen Schluck Rum nimmt, dann hat man diese Vermengung dieser süßlichen Abbrandaromen mit dem leicht süßlichen Rum und dann trotzdem die herbe Malznote, die das gut ergänzt, diese Toastnote auch noch dabei. Aber wenn du so in Schwärmen gerätst, ich weiß nicht, ob ich überhaupt das Recht habe, diesen heiligen Gral auszusprechen, aber ist das, kann man sagen, dass das vielleicht ein selbst geblendeter Schmackofatz ist? Jetzt kommst du wieder damit. Nicht wieder, ich habe das zum ersten Mal erwähnt. Ich versuche das Wort in letzter Zeit zu vermeiden, weil das damals so rumging auf diesem TikTok, wo ich gar nicht bin. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz normaler Begriff hier im Ruhrgebiet. Ich kenne das auch, ja. Das ist... Einfach, ja, sicher ist das ein Schmackofatz. Ja, sicher. Und zwar unser Schmackofatz. Wir geraten ins Schwärmen oder ins Schweigen? Jetzt bin ich am Träumen. Ist auch gut, ne? Also das ist schon... Ich sag mal noch was zu dem nächsten Götterfunken. Haben wir noch einen? Und zwar, die Regie versucht mir irgendwas zu zeigen. Wahrscheinlich, dass ich den Arm vor dem Gesicht trage und... Da mein Antlitz doch so wunderschön ist, ich das nicht machen sollte. Danke für den Hinweis. Justinus Kerner. Vielleicht kennen das einige von Ihnen, die wie ich älteren Semesters sind, noch die in der Schule noch gelernt haben, mit Tintenfüller zu schreiben, mit Füllfederhalter zu schreiben. Dass es da immer mal passierte, dass man so eine Tintensau aufs Papier kriegte, also so ein Tropfen aufs Papier fiel.
Und wenn man dann umblätterte und wieder zurückblätterte, ergaben sich dadurch Formen. Man kennt das, diese Schmetterlingsformen oder sowas. Und Kerner war davon unglaublich begeistert und hat diese Formen also auch gerne produziert, wenn ihm so eine Tintensau passierte. Und dann hat er auch absichtlich mehrere Tintensäue fabriziert, die Seiten zusammengeklappt, wieder auseinander gemacht und dann manchmal auch nur mit so ein paar kleinen Federstrichen das Ganze zu einer Figur ergänzt. Und er nannte dieses Phänomen Klexographie. Die erst 1890 posthum herausgegebenen Klexographien wurden bereits 1857 von Kerner zusammengestellt und in Hadesbilder und Höllenbilder unterteilt. Durch das Falten der mit einem Tintenklecks besudelten Blätter entstehen fast symmetrische Gestalten. Es sind, wie Kerner sagte, der Fantasie Spielraum lassende Gebilde der verschiedensten Art. Bemerkenswert ist, dass solche sehr oft den Typus längst vergangener Zeiten aus der Kindheit alter Völker tragen, wie zum Beispiel Götzenbilder, Urnen, Mumien und so weiter. Das Menschenbild wie das Tierbild tritt da in den verschiedensten Gestalten aus diesen Klecksen hervor. Besonders sehr häufig das Gerippe des Menschen. Wo die Fantasie nicht ausreicht, kann manchmal mit ein paar Federzügen nachgeholfen werden, da der Haupttypus meistens gegeben ist. Kerners poetisches Gemüt regten seine hervorgerufenen Gestalten zu kleinen Versen und Gedichten an. In den Hades- und Höllenbildern geht es, die Namen lassen es vermuten, oft um den Tod, um Todesboten, Hexen, Dämonen. Es können aber auch schon mal ironische Spitzen auftauchen. Diese Bilder aus dem Hades, alle schwarz und schauerlich, Geister sind's, sehr niedrigen Grades, haben selbst gebildet sich, ohn mein Zutun, mir zum Schrecken einzig nur aus Tintenflecken. Habe stets dabei gedacht, überall, wo's schwarz und Nacht, spuket die Gespenstgerasse, darum auch im Tintenfasse. Die ihr schreibt, nehmt euch in Acht, weil ich Klexograph entdecket, das im Tintenfass oft stecket, eines giftgen Dämons Macht. Ja, die giftige Tinte mancher Schreiberlinge, auch wenn sie heute digital sein mag, scheint nicht allzu selten dämonisch-lügnerischer Natur zu sein. Einem Arzt und Schriftsteller mit Kerners Intuition darf man zudem gewiss auch die Assoziation von der titelgebenden Unterwelt mit dem menschlichen Unterbewusstsein unterstellen. Nicht von ungefähr entwickelte der Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker Hermann Rorschach seinen umstrittenen, aber noch heute Anwendung findenden und nach ihm selbst benannten Tintenkleckstest auf Grundlage einfacher Klexographien. Unabhängig von Rorschachs Annahmen galt natürlich schon zuvor und auch für Kerner, dass die Interpretation der Kleckse von den Erfahrungen und Einstellungen des Betrachters abhängt. Aus Tintenflecken ganz gering entstand der schöne Schmetterling. Zu solcher Wandlung ich empfehle Gott meine fleckenvolle Seele. Die Todesthematik kommt nicht von ungefähr. Kerner, der früh mit dem Tod konfrontiert war, den Vater früh verlor, als Knabe selbst Särge zimmerte, und als Arzt immer mal wieder Menschen in den Tod begleitete,
verlor am 16. April 1854 sein geliebtes Rickele. Seine Liebe zu ihr prägte nicht nur sein Leben, sondern auch weite Teile seines lyrischen Schaffens. Liebesgedichte gibt es wie Sand am Meer in der Geschichte der Poesie. Meist wird die Schönheit einer jungen Angebeteten gefeiert. Seltener sind Liebesgedichte nach zahlreichen Ehejahren, die bei Kerner »An sie im Alter« heißen. Bin ich auch noch so alt geworden, starb doch die junge Liebe nicht. Und gern, wie in der frühesten Jugend, seh ich dir noch ins Angesicht. Ja, lieber noch, denn was uns freute und was uns schmerzte, liegt nun hier. Es singt nicht mehr bloß Frühlingszüge, mein ganzes Leben blickt aus dir. Und wie nach noch so vielen Wettern ein Stern im gleichen Lichte scheint, so blieb dein Aug das alte Klare, hast du's auch oftmals trüb geweint. Ja, er schreibt ihr selbst Liebesgedichte über den Tod hinaus. Seine bei aller Fröhlichkeit stets vorhandene Schwermut nahm nach Friederikes Tod zu. Und als er schließlich verstarb, hatte er bereits genauestens verfügt, ins Grab seiner Frau gelegt zu werden, mit dem einfachen Zusatz »und ihr Justinus« auf dem Grabstein. David, ich denke, zum Abschluss wollen wir nochmal ein Fass aufmachen. Gerne, aber nur, wenn es von RCR ist. Es ist von RCR und das ist die schöne Überraschung. Danke. Vielen Dank, Miss Götterfunken. Gerne. Knall. Das ist natürlich jetzt etwas ganz Besonderes. In der Vorweihnachtszeit nochmal eben den Werbeblock. Wenn Sie nicht genug von unserem Ramero Cigarum bekommen, dann gibt es tatsächlich Ihnen zukünftig auch in diesen 3-Liter-Fässchen. Und das sind echte Fässer in klein. Das heißt, der kann auch darin nachreifen. Wobei Ruven extra betont, man solle dann in regelmäßigen Abständen die Sensorik prüfen, weil es kann auch sein, dass sie nicht zum Vorteil sich entwickelt, wenn jetzt noch mehr Holz reinkommt. Aber auch diese Fässchen hat er vorher schon mit anderem Alkohol gefüllt, dass die schon mal ein bisschen von ihrem Herben verlieren. Und dann ist das eben so ein Second Fill. Schick, oder? Schick sowieso, ja. Mhm. Und hier vorne drauf ist jetzt der Linolschnitt für uns. Aber ich meine, Ruven hätte gesagt, das ist ja mit diesem Laser eingebrannt, das ist nicht draufgeklebt. Da könnte man sich dann auch was wünschen, wenn sie so ein schönes Geschenk noch brauchen für jemanden. Aber ich denke mal, das ist genug des Werbeblocks. Lass uns noch mal was sagen zum Rum ohne Zigarre. Du bist schon wieder bei der Zigarre. Ich habe dir jetzt extra mal weggelegt. Ja, der Rum ist, der soll eigentlich zwei Genießer ansprechen, den Zigarrenraucher als auch den Rumgenießer oder natürlich den Zigarrenraucher mit dem Rum und auch den Rum für sich alleine. Das ist jetzt nicht zwingend, dass man dazu unbedingt eine Zigarre raucht. Ich habe mir gerade extra noch mal ein bisschen nachgeschenkt. Ja, habe ich gesehen. Das war noch mal in der Pause. Die Zigarre liegen gelassen, um noch mal zu gucken. Und jetzt hast du dann wieder das Holz, ne? Ja. Hast du erstmal wieder das Holz im Vordergrund. Ja. Nicht ganz so stark wie beim ersten Mal, weil ja schon was drin war im Glas, aber das entwickelt sich schon sehr schön und da können Sie wirklich sehr lange an einem Abend diesen Rum sozusagen ausriechen, ausschmecken und haben viel Freude über viele Stunden daran, wenn Sie ihn langsam genießen. Mit oder, wie gesagt, eben auch ohne Zigarre. Du sagtest sogar frevelhafterweise vorhin in der Drehpause zu mir, du könntest dir auch vorstellen, dass man da mal einen schönen Cocktail rausmacht. Ja, finde ich schon. Du hast durchaus nicht Unrecht. Es wäre schade drum, aber was? Ja, es wäre schade, aber wir hatten ja auch mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, da es gibt ja auf der Welt richtig tolle, hochwertige Cocktailbars. Da ist ja auch die Basis auch entscheidend. Ne? Das stimmt, ja. Das kann man wohl sagen. Hatten wir eigentlich was zum Preis gesagt? 60 Euro. Knapp 60 Euro, glaube ich. Etwas drunter, 59. Ne? 500 Milliliter sind drin. In der Magnetbox. Jawohl.
Und im Fässchen sind 3 Liter drin. Den Preis weiß ich nicht. Kann man sich wahrscheinlich wie hoch rechnen. Aber die wirst du auch in deinem Whisky und Art wahrscheinlich einpflegen oder zumindest über anrufen, dann verlinken. Ja, und bevor wir jetzt endgültig zu viel schwärmen und zu aber viel... Aber ein Dankeschön sagen, können wir noch. Sagen wir noch ein Dankeschön an alle Zuseher, und wünschen auch schöne Feiertage und natürlich auch schon jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn das ist ja die letzte Folge im Jubiläumsjahr. Leider. Ich kann sagen, die nächste wird kein Absinth. Das kann man sagen, oder? Das mit Sicherheit. Ich möchte meine Ohren behalten. Gut, in diesem Sinne, genießen Sie ihn. Schreiben Sie gerne wieder in die Kommentare, wie er Ihnen schmeckt oder auch was Ihnen gefallen hat oder was Ihnen nicht gefallen hat. Ehrliche Kritik ist es auch immer wichtig, auch zu den Götterfunken. Oder, wie gesagt, zu den Zigarrenkombinationen. Du hast wenig zu deiner Ketosei gesagt. Aber ich war ja auch im Gedanken wieder auf dieser tollen Insel Kuba. Also es hat gut gepasst, ja. Hat in diesem Sinne. Irgendwann traue ich mich auch mal an der D4 ran. Ja, hast du schon mal, oder? Ja. Nee? Oder hatte ich da die Windeln angelegt? Ich weiß es nicht. Übelst, übelst. Auf jeden Fall auf Sie zu Hause. Alles Gute. Und denken Sie wie immer daran, auch wenn es ein Ramero-Zigarrum ist, letzten Endes ist ein Rum auch einfach nur ein Rum.